Best of Obscene, Rock'n'Roll, Sado. So klangen sie vor einiger Zeit. Alle sollten gar nicht darauf achten, was hier noch passiert. Und heute sind sie auch bei uns im Studio. Ich darf ganz herzlich Alexander und André begrüßen. Hallo, bei mir. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten das Video gesehen, das ist damals bei uns gemacht worden. Ist schon ein bisschen her. Da hatten wir auch gleich zu Anfang ein Mädchen in Strapsen gesehen. Ja. Ihr hattet früher... ja, jede Menge Aufsehen auf euch gezogen mit eurer legendären Rubber-Show. Wie kam das damals? Wie kamt ihr damals auf die Idee, mal richtig was ausgefallen ist, was extra, was natürlich auch Anstoß irgendwie erregt, auf die Bühne zu stellen? Nun, wenn man sich eigentlich mit den Texten von Sado beschäftigt, ist das gar nicht so überraschend, weil wir wollten einfach die Texte visuell darstellen. Und unsere Texte handeln natürlich von Gewalten, die wirken von oben nach unten meistens, nennt man manchmal auch Politik. Und wir haben uns das Gebiet Sex ausgesucht, um da bestimmte Gewalten darzustellen, weil beim Thema Sex die meisten Leute natürlich ein bisschen aufmerksam werden und auch wirklich hingucken. Jetzt haben wir natürlich dabei nicht bedacht, dass man uns das natürlich wieder ganz anders auslegen wird. Man hat das also nicht als Satire betrachtet, sondern hat teilweise versucht, uns einen gewaltverherrlichenden Charakter unterzujubeln, was absolut nicht der Fall ist. Wir sind eine Band, wir sind gegen Gewalt, wir sind gegen Drogen. Und wir wollten das eigentlich anhand des Themas Sex darstellen. Das ist eigentlich, würde ich sagen, teilweise doch missglückt. Aufgrund dessen haben wir uns gesagt, lassen wir das. Wir konzentrieren uns auf die Musik, auf die Texte. Und werden dann vielleicht, wenn die Leute das einigermaßen kapiert haben, was wir eigentlich wollen, vielleicht mal wieder eine Show machen. Ein bisschen nachfragen in der Hinsicht, André, haben die Leute praktisch bloß das Voyeurtum irgendwie begriffen? Sind die dann eher nur hingegangen, um sich das wirklich anzugucken, und haben die den Sinn dahinter nicht ganz gecheckt? Wie war das? Das war ein Problem, zumindest im deutschsprachigen Raum, weil die Leute eben den Bezug nicht zwischen den visuellen Geschichten und zwischen den textlichen nicht gesehen haben. Die sind eben bloß hingekommen und sagen, ach, da sind ein paar Frauen, und die sind eben entsprechend verpackt und haben eben nur das Vordergründige gesehen bei der ganzen Sache. Das war ein Problem gewesen, weil wir haben versucht, irgendwo durchzuziehen, aber woran wir letztendlich gescheitert sind, um das einfach mal ganz offen zu sagen, und wo wir auch gesagt haben, wir lassen es jetzt eben weg und machen wir jetzt Rock'n'Roll. Ja. Und ihr macht wirklich guten Rock'n'Roll. Die letzte, die Dirty Fantasy, die ist ja noch eure aktuelle, aber es ist bald was Neues geplant. Ihr habt die Show weggelassen, wie gesagt, stellt jetzt die Musik immer mehr im Mittelpunkt. Ja. Wo sind so, ihr wisst ja, es gibt jede Menge Spielarten des Metal. Es gibt das Speed, es gibt, mit was man euch in Verbindung bringt oder gebracht hat. Es gibt was weiß ich nicht alles für Spielarten. In welche Richtung würdet ihr euch mal zielen, und wollt ihr euch überhaupt kategorisieren lassen? Oder macht ihr einfach, es gibt unheimlich viele Schubladen in diesem Geschäft, nicht wahr? Vielleicht ist es aufgefallen, in den letzten Monaten, oder man kann sagen, im letzten Jahr geht es doch wieder ein bisschen zurück, back to the roots. Wenn ihr Gruppen anguckst wie Guns N' Roses oder Georgia Satellites, es geht wieder ein bisschen zurück zum geraden Rock'n'Roll. Sozusagen, der Hörer hat ein Recht zu wissen, wo die Eins ist, nicht wahr? Es muss richtig abgehen, die Post muss abgehen, und da wollen wir eigentlich auch hin. Gefragt sind nicht mehr diese überkandidelten Arrangements mit unheimlich vielen Keyboards hier und da. Wir wollen einfach zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Gesang und dann richtig eine Fete feiern. Live sowieso auf Musik, der Platte. Die letztendlich aus dem Bauch kommt, weißt du, der ganze Computerscheiß irgendwie, das können Retortengruppen machen, da sind wir nicht für da. Ne? Wir haben eigentlich die Musik, die wir jetzt gemacht haben, in der Art immer gemacht, irgendwo so eine sleazy Musik, Heavy Rock'n'Roll, und jetzt ist er gerade in Mode wieder gekommen und jetzt machen wir halt die Musik. Aber man wird sehen, wir hatten, wie gesagt, eben das Pech, dass die Band eben zu sehr über das Image beurteilt wurde. Ja? Und dann hieß es immer, ach naja, da sind ja so besonders... Aber dann gedacht, euren Namen deswegen zu verändern? Nee, eigentlich weil nicht, weil die Band gibt es schon etliche Jahre. Und das ist ein Name, der steht einfach irgendwie dafür da, und den ziehen wir eben durch. Ja, der auch steht ja auch, klar, irgendwo, ne? Ja, der steht ja auch irgendwie für gute Musik, weißt du? Weil, meine, wir können alle gut Musik machen, wir wissen, wo die Eins ist, und das ist letztendlich wichtig, und das werden auch die Zuhörer letztendlich merken, wenn sie uns sehen und spielen und sagen, oder Leute, die ins Konzert kommen, Mensch, die können ja richtig spielen. Ja, ich dachte jetzt, die haben ja keine Ahnung von Musik und so, da tanzen bloß die Frauen rum. Ja. Und sind meistens immer sehr verwundert. Wir haben es auch letztens auf der England-Tour gesehen im Oktober. Die Leute haben ja durchweg also gute Reviews bekommen. Ja. Und ist gerade so im Ausland oder Amerika oder so, die Platte ist auch drüben veröffentlicht, so ein bisschen Werbung. Und da können die Leute auch trennen zwischen visuellen und zwischen der Musik. Ne? Und Leute, die vielleicht sagen, na, okay, ich stehe vielleicht nicht so auf das Visuelle, aber die hören in erster Linie die Musik. Und die sagen, uns gefällt es. Was ist Wahres an der Story dann, dass einer von euch als Broker gearbeitet hat oder arbeitet?
André? Ich arbeite nicht mehr, aber das lassen wir mal lieber hier weg. Das ist, na, man muss auch irgendwo die Brötchen verdienen. Klar. Und da hatte ich auch im anderen Bereich mal ein bisschen tätig. Ja. Sieht zwar nicht mehr so aus, aber... Es ist halt schwer, hier damit seinen Lebensunterhalt wirklich geregelt zu verdienen. Kommt, nicht? Ganz kurz abschließend natürlich noch aus der Berliner Szene raus. Ja. Seid eine Berliner Band. Wie sieht's in dieser... Wir kennen alle die unterschiedlichsten Arten nach der Berliner Szene. Wie sieht's jetzt mit dem straighten Rock'n'Roll in Berlin aus? Kann man eigentlich sagen. Nicht? Das ist schwer, zumindest gerade für Berliner Bands, weil sogenannte Hinterland zum Spielen fehlt. Viel Clubs gibt es nicht. Irgendwie, und das ist also unheimlich schwer, gerade speziell für Berliner Bands was zu machen. Und naja, gut, wir, dadurch, dass wir mehrere Platten draußen haben, kommen ein bisschen raus aus der Stadt, aber es ist halt für andere Bands, die am Anfang stehen, sehr, sehr schwer. Also wir wollen hoffen, dass eure Neuheit auf dem Markt ist und dass wir euch dann live wieder sehen können, weil es geht, wie gesagt, immer tierisch gut die Post ab. Sehen wir auch beim letzten Clip. Danke fürs Kommen. Okay, alles klar. Danke. Es passieren jede Menge Dinge mal in so einem Ablauf, in einem Tagesablauf eines Redakteurs. Das könnt ihr euch, das können Sie euch vorstellen.